Der CDJ 3000 ist schon eine coole Kiste. Die riesigen Displays sind praktisch und die zusätzlichen Knöpfe sind benutzerfreundlich. Aber Hardware-Features sind eines, die Benutzung im Club-Alltag ist nochmal was ganz anderes. Und der Preis ist schon happig. Was kriegst du denn nun Besseres als bei den Vorgängern? Wir haben dir die besten neuen Features des CDJ 3000 übersichtlich zusammengefasst. Bleib dran! Hey, Stop Producing mit der School of Sound, ich bin Emanuel. Abonniere unseren Kanal, um schneller weiterzukommen mit Musikproduktion und DJing. Unser Trainer Human Element zeigt in unserem DJ-Kurs alle Details an der CDJ 3000er-Serie. Die neuen Features haben es in sich und die besten zeigt er dir jetzt eins zu eins. Spoiler, das Video ist Schweizerdeutsch, aber wir haben es für dich übersetzt. Ich zeige euch hier die aus meiner Sicht 5 coolsten Features, die der CDJ 3000 hat. Feature Nummer 1 wäre der Preview, wo wir im Browser haben. Ich gehe in meinen Browser in eine Playlist. Jetzt seht ihr in der ersten Spalte, haben wir die Wellenformübersicht zu jedem Track. Was ich jetzt schauen muss, ist, dass ich im Mixer in der Kopfhörersektion den Q-Link aktiviert habe. Und jetzt kann ich einfach mit dem Finger auf die Wellenform gehen und den Part, den ich selektiere, höre ich dann auf dem Kopfhörer. Ich kann jetzt schon den Track anhören und finde, nein, den vielleicht nicht. Noch schon hier reinhören. Ah, nein, das ist ganz etwas anderes. Auf den Track gehen. Ah, okay. Ja, genau. Das ist der Track, den ich spielen will. Und dann selektieren. Dann habe ich ihn geladen im Deck. Gehen auf Play. Macht den Fader auf. Das ist das, was die Leute jetzt draussen auf dem Dancefloor hören. Jetzt bin ich aber gleich noch etwas unsicher, wie war jetzt der Drop gewesen? Wie baut sich der Break auf? Ganz genau. Jetzt kann ich wiederum ein Preview machen vom Break oder vom Drop, indem ich einfach wieder mit dem Finger hier unten auf der Wellenformübersicht wieder reingehe. Und zum Beispiel hier, mir die Stelle anhören, jetzt gerade vor dem Drop. Ich höre das jetzt auf dem Kopfhörer, während die Leute auf dem Dancefloor das hören da vorne, wo wir den Abspielmarker sehen. Ich kann so ein geschwindes Preview machen oder ich gehe da hinten in den Park vom Song und lasse das so geschwind ab. Bis mir dann klar ist, ah, okay, gut, der Break ist so und so aufgebaut. Das heisst, ich kann dementsprechend vielleicht dann mit Effekt arbeiten oder ich kann geschwind schauen, wo will ich effektiv dann mit dem Mix anfangen zu starten. Dass die Funktion so läuft, ist es zwingend nötig, dass Pro DJ Link richtig gemacht ist. Das heisst, ihr braucht einen Netzwerk-Switch, wo alle Geräte miteinander verbunden sind. Also es lange nicht einfach nur CDJs verbunden haben, sondern ein Mixer muss von dem her auch zwingend im Pro-DJ-Link-Netzwerk drin sein, damit ihr diese Funktionen so nutzen könnt. Welches ist dein bestes Feature auf den CDJ 3000ern? Schreib es unten in die Kommentare, dann können wir es zusammen diskutieren. Das dritte Feature, das ich euch zeigen will, ist das Speedjump-Feature. Da habe ich jetzt beim CDJ 3000 extra Buttons auf der Oberfläche, wo ich von dem her kann mit einem Value belegen und dann super quantisiert Speedjumps machen auf dem Track. Ein Beispiel, wie ihr das brauchen könnt. Ich habe hier jetzt zum Beispiel diesen Track am Laufen. Ich möchte gerne einen Mix machen. Hier über auf diesen Track hier hin. Das heisst, ich warte mal geschwind an eine Position, um den nächsten Track zu starten. Warte auf das nächste grosse Eis. Bringen wir den rein.
jetzt merke ich, ich würde gerne auf diesen Punkt mixen. Ich bin da aber eigentlich noch um 32 zu spät. Jetzt gehe ich auf den Shortcut, hole mir einen 32er Jump und jetzt kann ich hier um 32 führen. Nochmal um 32 führen. Und habe jetzt so mir den Track geschwind angeholt, dass ich nachher dann sauber von dem her zwei kleine Breaks wieder aufeinander habe und so den Wechsel machen kann. Der nächste Punkt, den ich euch zeigen will, ist der Key Shift. Ich habe hier einen Mix gemacht von dem Track, wo ein B Flat Minor ist, über auf diesen Track. Und dieser Track ist ein E-Flat-Minor. So, dass ich harmonisch korrekt bin. Obwohl, original wäre dieser Track eigentlich ein D-Minor. Wo harmonisch eigentlich so nicht korrekt ist, zu einem B-Flat-Minor. Ich gehe einfach hier oben rechts im Touchscreen auf den Key Shift. Und jetzt kann ich hier den ganzen Track in Halbtonschritt nach oben oder nach unten transponieren und habe ihn so jetzt einfach um einen Halbtonschritt nach oben genommen, da dass ich in eine Harmonie hineinkomme, wo er korrekt ist mit dem Track hier. Das ist ganz klar logische Funktion, die müsst ihr mit Vorsicht geniessen, zu weit können Sachen nicht nach oben oder nach unten pitchen. Das ist sehr davon abhängig, was für Sounds ihr habt, was für Tracks das ihr spielt. Aber ein Halbtonschritt nach oben oder ein Halbtonschritt nach oben funktioniert eigentlich bei den meisten Songs ziemlich gut. Hast du Lust auf einen DJ-Kurs bei der School of Sound? Dann buche jetzt unseren Club-DJ-Kurs Pioneer Recordbox. Dieser findet regelmäßig als Weekend-Kurs Samstag, Sonntag von 10 bis 16 Uhr vor Ort in Zürich statt. Den Link findest du in der Beschreibung. Dann das fünfte Feature vom CDJ, das ich euch gerne noch zeigen will, ist, was wirklich vom ganzen Workflow her sehr cool ist, dass wir jetzt unsere 8 Hotcues effektiv direkt zur Verfügung haben und nicht mehr müssen, zum Beispiel mit Layers umschalten zwischen Hot-Q A bis D und dann E bis H, wie es zum Beispiel beim Vorgängermodell noch war. Jetzt habe ich direkt meine 8 Hot-Q oben im Zugriff. Was halt wichtig ist, wenn ihr mit den Hot-Qs anfängt zu arbeiten, zum Beispiel etwas, was ich sehr viel mache, ist, dass ich meine Breaks markiere, den Start vom Break und dann den Drop vom Break. Wenn ich einen Track dann abspiele, dann ich wirklich live entscheiden, ob ich den Break effektiv spielen oder nicht. Sagen wir, gehen hier in die Nähe, hier vom Break. Ihr seht, ich würde jetzt hier bei diesem Track eigentlich in Break hineingehen. Ich finde aber vielleicht, okay, nein, jetzt im Moment ist noch nicht Zeit, um den Break zu machen. Jetzt habe ich hier auf dem Drop den Hot QD und habe jetzt einfach den ganzen Break rausgelassen und bin vorgegangen aufs D. Wenn ihr anfängt, so mit den Hot Cues zu arbeiten, empfehle ich eigentlich, das neue System zurechtzulegen, wie dass ihr die Hotcues setzt. So dass ihr zum Beispiel immer den Hotcue C braucht, um den Startpunkt des Break zu markieren. Der Hotcue D zum Beispiel als Beispiel immer der Drop ist, wo wir aus dem Break rausgehen. Ich habe dann sehr viele Loops, die ich habe am Ende des Songs. Meistens G und H. Das G ist ein Loop, wo der ganze Kick und Bass noch da ist. Das H ist ein Loop, wo dann eigentlich nur noch die reduzierten Drums sind, ganz am Schluss. Der Vorteil, den wir jetzt wirklich haben, dass wir alle 8 zur Verfügung haben,
ich kann das so aufsplitten und sehe immer direkt, was für ein Potenzial hat der Track. Natürlich, wenn musikalisch das nicht würde Sinn machen, jetzt den Break überspringen, dann setze ich die Hotcues auch nicht. Dann weiss ich, gerade wenn ich einen Track lade, ich schaue schön auf meine Hotcues und ich sehe, als C und D habe ich Hotcues gesetzt. Okay, dort macht es musikalisch Sinn, so etwas zu machen. Ich lade einen anderen Track und sehe, okay, ich habe kein C und kein D gesetzt. Dann weiss ich auch gerade gut, okay, bei diesem Track macht es musikalisch keinen Sinn. Habe ich das D aktiv oder habe ich das nicht aktiv? Und so können wir wirklich mit den 8 Hotcues im Direktzugriff wirklich auch das komplette Potenzial ausnutzen, wo uns die Hotcues bietet. Wir kommen zu meinem Tipp zum Schluss. Du zählst doch easy. Full Track, neuer Track. Nee, Herbert, nicht wirklich. Letzte Woche war ich selbst in unserem DJ-Kurs zu Gast. Als Produzent ist DJing für mich ziemliches Neuland, aber auf jeden Fall spannend. Im Kurs konnte ich selbst als Produzent viel profitieren. Die wirkliche Arbeit eines DJs kenne ich jetzt. Die richtigen Songs finden, Playlists aufarbeiten, Cue-Punkte setzen, das Club-Setting verstehen, Veranstalter kennen und natürlich üben, üben, üben. Die Kursteilnehmer waren auf jeden Fall begeistert und konnten einiges mitnehmen. Nachfolgend ein paar Eindrücke aus dem Kurs.